Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandfrog. Wir gehen mal raus und werden mal weiter an der Bühnendekoration schrauben. Und wir haben erstmal Post. Vom Forschungszentrum. Die Forschung, die du... Ja, genau. Arbeitstisch. Sammeln. Der ist schon mal soweit fertig. Der braucht nicht mehr lang, aber wir fangen hier schon mal an, Dex zu schleifen. Und dann müssten wir noch einen herstellen können. Dann können wir die Kupferlautsprecher schon mal anbringen. Habe ich noch eine Mission? Warum brauchte ich denn 20 Waren oder konnte ich einfach nur 20 herstellen? Ich habe nicht genau gelesen. 6 Stunden brauchst du. Es ist gerade nichts los, dann holen wir uns den nächsten Auftrag ab. Wir können uns ja mal angucken, was der Tisch braucht, der mittlere Arbeitstisch. Dass wir uns da vielleicht mal ransetzen können. Kupferstangen könnten wir herstellen. Ich würde gerne wissen, wo man den Bronzestab herstellt. Ich will den noch nicht annehmen. Wenn auch, komm, wir nehmen mal 10 Holzstock für Amira. Brauchen wir 30 Holz. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Woher haben wir das ganze Holz? Herstellen. Wir hatten doch immer so Holzmangel. Kommt das von den ganzen Kakteen? Wer bist du? Die Sandfische hier sind lecker. Ich werde mir eine ganze Ladung davon fangen. Hier auch nur ein Besucher. Also die Leute, mit denen wir sozial interagieren können, die sind ja hier in dem Menü. Und da fehlen uns noch 6. Hallo Jasmine. Trage die Nachrichten sanft die Straße hinunter. Tirili, Tirila, Tirilo. Vorsetzung auf Seite 3. Okay. So long, Partner. Hallo Heidi. Hey there. Übrigens, hast du in letzter Zeit einen Blick auf die Auftragstafel geworfen? Ein Nebenprojekt hängt gerade nur an mir und ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Ah, die geben auch Hinweise, wenn sie was aushängen. Ist ja cool. Hier ist Anshur. Hello. You should use the combat square whenever possible. It'll give you valuable fighting experience. Ah, ja, das ist auch ein guter Tipp, danke. See ya. Warum habe ich 18 Holzstöcker gebaut? Weiß es nicht. Aber wir können uns dann auch noch natürlich um einen Speer kümmern. Ich wollte ja immer einen Speer. Ich will ja mit einem Speer kämpfen. Dann kümmere ich mich gleich mal, wenn wir nichts anderes zu tun haben, um einen Speer. Amira, warte. Ich hab deine Stöcker. Danke, ich hoffe, du musstest dafür nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bitte, dein Lohn. Dankeschön.
Da steht ein Zug. Quadrat, wie sieht's denn aus? Nicht mehr lang. Speer. Steinspeer. Können wir bauen. Herstellen. Den will ich auch dann gleich direkt ausrüsten. Achso, wenn wir so viel Holz haben, dann lass uns doch nochmal eine Kiste bauen. Nochmal zwei Kisten. Das Inventar ist voll, ja. Drehen war hier ja auf Q. Bei manchen, also so drehen, war ja in Porsche auf T, deswegen drücke ich immer erstmal T. Okay. Da fährt der Zug los. Dann machen wir hier nochmal Materialien. Beziehungsweise, ja, ich nenne es Materialien. Gummischlauch kommt dann hier noch mit rein. Das sind Relikte. Raumschiffmodell. Wollen wir mal gucken, ob wir das zusammensetzen können? Den Stier können wir noch nicht zusammensetzen. Hier Holzstab mit rein. Okay, passt hier nicht rein. Dann kommt hier einfach mal so ein bisschen Krimskrams rein. Das will ich nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch nicht mehr. Die Schaltkreise brauchen wir, glaube ich, gerade auch nicht. Okay. Warte mal, hier hatten wir dann auch noch mal Material, ne? Nenn ich es Material oder nenn ich es Ressourcen? Ist ja auch eigentlich egal. Und hier packen wir dann Sonstiges hin. Ich bin ein bisschen neidisch auf euch Handwerker. Als ich in deinem Alter war, wollte ich auch Handwerker oder Ruintaucher werden. Aber ich war nicht talentiert genug. Ich schätze aber die Maschinen, die die Handwerker gebaut haben. Den Schmutz lasse ich mal kurz liegen. Irgendwas wollte ich machen. Einmal aufs Inventar. Du kommst dahin, geh dahin, dorthin. Ach genau, ins Museum wollten wir und gucken, ob wir das Relikt zusammensetzen können. Zusammensetzen. Sehr cool. Raumschiffmodell. Wo kann ich das dann spenden? Kann ich das hier spenden? Anscheinend haben wir noch nichts gespendet. Wie kann ich das spenden?
Einfach indem ich das hier. Ah, einfach indem ich es platziere. Wo setzen wir denn das Raumschiffmodell hin? Hier an die Seite? Das. Ja. Bestätigung. War laut. Also, was bekommt man denn so? Ist voll laut. Ich gehe mal raus, weil es so laut ist. Was haben wir denn wieder für einen Punkt? Ah, bei Werkstatt. Werkstattwissen, da erhältst du die Maschinen. Ah, mehr Erfahrung. Das ist gar nicht schlecht. Dann leveln wir vielleicht ein bisschen schneller hier. Und können dann sowas alles auch ausleveln. Und hier werden wir dann natürlich auch noch den nächsten Punkt reinstecken, damit wir hier zu Wissen über Qualitätswaren kommen. Und dann sollte jetzt der Kupferdraht fertig sein und wir können die Bühne fertigstellen. Oh, guck mal, da hängt eine Kiste. Solche. Sogar blaue. Voll gut. Nee, Inventar ist immer noch I. Erhöht Schaden gegen kleine Monsterfeinde. Oh. Alte Chance von 10%, einen zusätzlichen Punkt Break-Schaden zu verursachen. Das klingt gar nicht schlecht. Was haben wir hier drauf? Durchschnittlich. Lebensraub plus 2. Klingt auch nicht verkehrt. Hey, Elsie. Howdy. Oh, I wish there was more excitement around here. Why can't we be on the edge of the peripheries or something? Na ja. Take her easy. Wird, glaube ich, auch wenn die Stadt hier ein bisschen, also schläfrig wirkt. Also nur Stress ist halt auch doof. Natürlich kann auch sehr entspannt irgendwann langweilig sein. Aber ich glaube, so als Lebensraum würde ich dann doch lieber was wählen, wo ich weiß, es ist sicher. Und vielleicht dann in dem Fall auch langweilig. Aber so als Lebensraum, ja. Finde ich das, glaube ich, besser. Auf. So, Bühnenhintergrund. Fertiggestellt. Dann werden wir den wohl montieren. Wahrscheinlich ist Mian jetzt auch wieder fertig. Schätze ich mal. Installieren. Fancy seeing you here. Since we're both finished, let's put the stage back in business. Yeah. Ta-da! This looks great. Yeah, das stimmt. You know what? It feels so nice to work with a really good builder like you. Can't wait for more projects. Well, I guess we're done. All that's left to do is inform our good minister Matilda of our good deed. Anyway, do you mind doing the honors and telling her we finished? I've gotten really behind on my commissions. Thanks. Sie scheint wirklich ein kleiner Workaholic zu sein. Aber wir sagen gerne Matilda Bescheid, dass die Puppe fertig ist. Geld hatten wir schon getroffen, oder? Ja. Ist Sandrock also das, was du erwartet hast? Bevor ich aus Mayday kam, hatte ich auch Vision von Großartigkeit. Aber die Situation vor Ort ist, wie sie ist. Wir müssen hier sozusagen Wasser aus dem Sand pressen. Ja. Ist halt schon was anderes. Hallo. Komm, wir sagen Jen mal hallo. Hallo. Puh, dieses Wetter. Ich nehme mir besser den Tag frei. Hm? Solltest du nicht in deiner Werkstatt arbeiten, Handwerker? Aha. Partner. Er will also frei machen und wir sollen arbeiten.
An Schuh aus dem Garten, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Howdy. Be seeing you. Wenn ich was durchklicke, was wir noch nicht hatten, dann tut es mir leid. Built the stage? Well, aren't you two just precious? That was quick. On behalf of everyone in Sandrock who enjoys a good hoedown, thank you very much for your service. Since Mason's in a hurry to get out of town, let's just hold his farewell party tomorrow morning. I'm sure I can get everyone together, even on such short notice. You won't miss it, right? Nein. That's grand. See you tomorrow, then. Oh, wir haben ein neues Shirt bekommen und Beziehungspunkte wieder. Und ich wollte mich hier mal umgucken. Was kann man denn hier ersteigern? Karte, genau, also unsere Dings kann man umbenennen. Cowboy Vogelscheuche. Vogelscheuchen. Laternen. Anzug der Erinnerung. Okay. Haben wir hier denn noch Kisten, oder? Ah ja, haben wir. Das ist auch ein bekanntes Gemälde. Aber ich kenne natürlich nicht alle Gemälde der Welt. Oh, Wasser! Ja, ich schätze mal, sowas wie, also so Wüstenklima kann halt, werden wir hier wahrscheinlich nie haben, aber wenn man zu viel Pflanzen abholzt, zu viel Wälder abholzt, dann haben wir auch das Problem, dass sich der Boden so abträgt und dass man eigentlich keinen Schutz mehr vor gewissen Wettereinflüssen hat. Und da das Wetter, also ja schon wärmer, oder das Klima insgesamt schon wärmer geworden ist, werden wir auch bald sowas, also so Probleme kommen mit na, nicht Wasser, aber doch Knappheit kann man schon sagen, Wasserknappheit und sowas. Wir müssen auch bewusst umgehen mit unseren Ressourcen. Wir räumen gerade mal ein bisschen die Stadt auf. Einfach weil hier so viel rumliegt. Hey, dort, alte Zeitung. Komm, den auch mit. Und dann geht's mal ab nach Hause. Morgen früh ist. Ups, Kaktusblatt. Ach, ich hatte ja wohl einen Kaktus gefällt. Den ich nicht fällen durfte. Das ist Venti. Da ist Rocky. Komm, sagen wir Rocky noch hallo. Ihr Oberflächenmenschen könnt euch beschweren, so viel ihr wollt. Sandrock ist das Paradies für und Schrott- und Bergungsarbeiter. Gefundenes Paradies. Außerdem gibt es unten diesem Ort genug Ressourcen für ein ganzes Leben. Ja, bestimmt nicht alle Ressourcen. Nimm rechtzeitig an der Feier teil, das werden wir machen. So, hatten wir noch eine Kupferstange hier drin. Mal alles sortieren. Wie man immer sortiert bekommt. So, das können wir ablegen. Das gucken wir uns gleich mal an. Das packen wir dann einfach mal. Warte mal, Ressourcen. Kann ich den ja mit reinpacken. Und Wasser. Dann kommt bei Sonstiges, haben wir da noch Platz, diese Jeans rein. Ich weiß nämlich noch nicht, was wir damit machen können. Dann schauen wir mal.
Verteidigungspunkte plus 30. Fähigkeitenstärke plus 4. Hier haben wir plus 6. Wurfwiderstand plus 1. Reflektiere 50% Schaden. Ja, sorry. Das Wüstenverteidigung. Ich gucke mir mal kurz an, wie das aussieht. Mal kurz ablegen. Mit einer Kette. So, und das ziehen wir aber wieder an, weil das Shirt ist schon ziemlich stark. Und dann packen wir das auch mal hier mit rein. So, dann ab ins Bett und dann geht's morgen zur Feier, ne? Howdy, y'all, and thank y'all for coming. Today's ceremony marks a bittersweet occasion. One of the finest darn builders to ever grace this humble town will be leaving all of us. But he's off to a well-earned retirement. A few words, Mason? It appears our dear Mason is overwhelmed with emotion. Come on, folks, lighten up. A toast, then. To Mason and to new beginnings for the future of Sandrock. Okay, steht hier noch jemand, mit dem wir noch nicht gequatscht haben? Oh, das ist eine Band. Hugo und Cooper. My stars. Seeing your father up there picking and is strumming like a mad fool. Well. Brings me back. It ain't fair, Ma. You and Pa get to pursue y'all's leisures and do whatever y'all want. When's it my turn? Now, Elsie dear, you still got some growing up to do. I reckon once you show a bit of maturity, like your friend Ian here, perhaps we could do to ease off the reins a bit. Oh, Ma, Ian ain't no more mature than me. That whoopee cushion we put in Pa's drumming chair the other day was her idea! What? That's because I lost that bed to you! Ah, cool! Voll das coole kleine Zwischengespräch. Mabel, kennen wir dich schon? Welcome to Sandrock. I'm Mabel. My husband Cooper and I run the largest Yakima ranch south of the U-Farm. Ever tried Yakima milk before? It's got an acquired taste. Here, take a couple of bottles. It's our way of saying, howdy do, neighbor. Vielen Dank. Catch your reflection in a relic shard. Do slow down for you to fall. Wie cool. Ich muss kurz ein bisschen zuhören, weil ich es voll cool finde. You're leaving now, what's done is done. See the tumbleweeds down the track. You miss them, they'll miss you back. Oh, wie cool. So richtig gut. So, hier muss noch irgendwas sein. Ach, hier somehow ist was. This doesn't feel like a party. Come on, y'all. The music's great. Let's have some fun. We can worry about the town's prospects later. Why, yes, Owen. There's no need to worry about our prospects, as we have no prospects to worry about. Ottmar spricht so leise. Aber gut, denkt sehr pragmatisch. Hey, Gramps. You're killing the vibe, man. What's with all the doom and gloom? Sandrock is on the up and up. You hear? Soon, everything's gonna be smooth sailing. I truly believe it. Justice is right. We have a lot to look forward to. Two new builders. Trudy's close to a breakthrough. Everything will be all right for Sandrock. Okay. Und dann sagen wir den beiden nochmal Hallo.
My pa chose the name Blue Moon for the saloon because he wanted the saloon to have the luck of once in a blue moon, every day and night. Hey, hey, see you around. Oh, Justice, du läufst ganz schön schnell. Hello. Logan und seine Bande sind ein allglatter Haufen, die es geschafft hat, uns immer einen Schritt voraus zu sein. Aber eines sei gesagt, Justice kriegt immer seinen Mann, früher oder später. Ja, so dranbleiben. Dranbleiben. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ach genau, wir waren noch an einem Ort nicht, an dem war ich selbst noch nicht so wirklich. Wo ist der denn? Hier will ich mal hin. The Breach. Was ist The Breach? Will ich mir mal angucken? Okay, geht noch nicht. Also kommen wir noch nicht rein. Hier gibt es noch einen anderen Ort. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Einmal Richtung zurück. Hier liegt sehr viel Schrott rum. Hier müssen wir. Als wir. Da müssen wir lang. Das wollte ich mir ja mal angucken. Kommt hier ein Aufzug hin? Oder müssen wir das erst bauen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir das bauen. Ah, hier sind wir dort. Wo die ganzen Gegler rumlaufen. Huch! Oh Gott, ich darf nicht runtergucken, das wird mir schlecht. Was haben wir denn hier? Oh, ein Revolver sammeln. Ah, das sind Patronen. Zielübung starten. Ich habe aber gar keine Waffe. Muss ich mir wohl erst eine bauen oder finden oder sonst was. Cool. Dann kann man schießen üben. Oder bist du was? Nee. Hier war ich auch noch nicht so wirklich. Komme ich auch nicht lang. Zu Hause von... Unsure. Das ist die Ziviltruppe. Da kennen wir ja jeden von. Er wohnt hier. Also Justice wohnt hier. Ist hier cooles Neues? Nichts wirklich. Wer baut hier? Wie an? Nee, ich. Ach, Jen. Nehme ich an, war auch woanders. Owen wohnt hier. Mal kurz so ein bisschen Häuser checken. Ach, das ist der Saloon und hier steht eine Truhe. Gut. Gab's. Ich kann mir ja noch meinen Auftrag abholen. Kupferdraht.
Könnten wir machen Kupferschreiber. Das ist aber sehr knapp. Ne, wir nehmen lieber das. Akzeptieren. Verfolgen wir mal. Brauchen wir eigentlich das Rezept für Kupferschraube? Oh, hier ist ganz viel neue Ventil. Feuerwerkskörper. Das Bronzeniete. Das ist keine Kupferschraube. Ledergürtel. Föhn. Eisenriegel. Topfpflanze. Sieht aber ein bisschen vertrocknet aus. Na gut. Dann werden wir uns jetzt mal um Kupferdraht kümmern. Wir brauchen 4 Kupferstangen noch. 5 Stunden. Was sagt das Wasser? Müsste eigentlich alles gut sein. Ja. Wollen wir mal die Mehl, Milch probieren? Lebenspunkte voll. Okay, können wir nicht probieren. Füllt Lebenspunkte auf. Ach genau, wir wollten ja mal schauen. Mittlerer Arbeitstisch, was der so braucht. Marmorplatte. Das müssen wir noch lernen. Und Hartholzstock von Verarbeiter. Ich stelle das einfach mal dahin. Du kriegst Energiesteine. Und dann brauchen wir Hartholzstock. 6 Stück können wir auch direkt herstellen. Dann mal los. Kupferdraht, dann können wir gleich ja wieder ein bisschen mehr schmelzen. Wie viel brauchen wir denn? Kupferdraht 12 brauchen wir. Schlange voll. Hey, müssen wir warten, bis wir wieder was reinpacken können. Und alte Teile brauchen wir noch. Der war voll. Warte, hatten wir nicht schon Jackmehlmilch bekommen? Aufpacken. Warum drücke ich nicht einfach alles sortieren? Gut, dann würde ich hier aber einen Schnitt machen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal in die Ruinen und werden noch ein bisschen alte Teile suchen und vielleicht den nächsten Ausgang. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.